Ich wollte mir aus dem ganzen Teil IT-Security jetzt nochmal einen spannenden Teil raussuchen, was uns auch immer wieder begegnet, was wirklich inzwischen alltägliche Geschichte ist. Das ist die fiese Ransomware, sprich Verschlüsselung von Daten, die dann gegen Einwurf kleiner Bitcoins wieder freigegeben werden. Auch eine sehr unschöne Geschichte. Ich habe mich schon vorgestellt, ich mache es trotzdem nochmal in der Kurzform. Christian Stück, Mitgründer, Gesellschafter, Geschäftsführer bei Fusiq. Seit über 25 Jahren online, habe ich letztens festgestellt. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Seit 20 Jahren in der IT und irgendwie hängen geblieben. Seit 15 Jahren bei Fusiq. Und meine beruflichen Hobbys sind Informationssicherheit und Datenschutz. Klingt schlimmer, als es ist, aber es ist was, was mich einfach auch schon immer gereizt hat. Auch aus dem Grund, warum wir das, was wir vorhin gesehen haben. Auf der einen Seite ist es so schrecklich einfach. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, es muss doch auch was geben, was man auch im ganz normalen Alltag unternehmen kann. Und da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Ja, worüber reden wir heute? Was ist diese Ransomware eigentlich? Das schöne Bild hattest du vorhin auch irgendwo drin. Ich hoffe, es hat noch keiner gesehen im Raum. Das war der Petya damals, glaube ich, ein Trojaner. Wenn ich da die falsche Datei angeklickt habe, dann habe ich statt meines Windows-Desktops nur noch dieses schöne Bild gesehen mit Press Any Key und danach kam so ein Infotext, dass gerade alle Dateien auf meiner Festplatte verschlüsselt werden. Ich bräuchte mich auch nicht bemühen, es würde relativ schnell gehen, bis ich die drei Zeilen gelesen habe, ist ja schon relativ weit. Es wäre überhaupt kein Problem, ich müsste nur irgendwie 100 € bezahlen und dann werden die wieder entschlüsselt. Man muss auch sagen, nach allem, was man so liest, das funktioniert relativ oft. Das heißt, die arbeiten dann auch an ihrer Reputation, weil wenn keiner mehr dran glaubt, dann kriegt man auch kein Geld mehr dafür. Wie sowas funktioniert, da kann ich jetzt ein bisschen drüber gehen. Das hatten wir ja gerade schon ganz gut. Wie funktioniert sowas eigentlich? Was wir feststellen, ist das meiste tatsächlich immer noch über Mail-Anhänge. Ich weiß nicht, ob sich das mit euren Erfahrungen deckt, aber ich glaube, E-Mail ist immer das Haupteinfallstor. Über Office-Dokumente, PDFs, jetzt auch gerne mal über die Links, was wir ja auch gerade schon gesehen haben. Da ist nämlich der Anhang nicht schon durch zwei Virenscanner geprüft, sondern in dem Moment, wo ich draufklicke, passiert erst was. Auf Websites, das fand ich auch mal wieder ein schönes Beispiel. Ich muss alles noch hier rumdrehen, dann muss ich immer so rumgucken. Diese Werbung auf den Websites, die kann man ja irgendwo kaufen. Da gibt es eine zentrale Verteilung dafür. Meistens irgendwelche Unternehmen, irgendwelche anderen Firmen, die dann diesen Slot auf spiegel.de buchen für einen Tag lang. Und die haben dann wieder so ein 15 Ebenen tiefes Affiliate-Network, wer dann wieder diese Slots wieder verkaufen soll. Also unterm Strich gibt es eigentlich wenig Kontrolle, was letztendlich in diesen Werbebannern landet. Das kann man relativ einfach buchen und statt der Werbung für die nächste Flugreise kann ich halt da auch versuchen, meine Malware drin unterzubringen. Ist auch immer ganz günstig, da muss ich mir nicht mal die Mühe machen, auf die Rechner zu kommen. Und dann über die gängigen Sicherheitslücken, was wir vorhin hatten, wie Eternal Blue war das, glaube ich, mit dieser SMB-Lücke, dass wenn ich auf einem Rechner dieses Ding drauf ist, dann versucht er natürlich auf die anderen Kisten wieder drauf zu kommen. Kurz nochmal die Illustration davon, ganz interessant eigentlich, Opfer öffnet E-Mail-Anhang, klickt die Warnung zu geschützten Ansichten, die Makros weg, finde ich auch sehr nett. Ich will ja auch sehen, was da jetzt drin ist. Ja, dann habe ich hier von der Webseite, das ist in dem Fall der Emotet, der jetzt letztes Jahr viel unterwegs war, der wird in dem Moment nachgeladen, möglichst aktuell. Der lädt nochmal andere Sachen nach und versucht dann auf die Server und andere Rechner draufzukommen, installiert die Ransomware, die dann tatsächlich diese Verschlüsselung macht, sucht sich vielleicht noch Backups, die irgendwo unterwegs sind, verschlüsselt die gleich noch mit. Wenn alle Backups verschlüsselt wurden, das sind natürlich jetzt dann die Schlauen. Ja, die kommen nicht in dem Moment, wo man draufklickt, geht das Fenster auf, sondern der läuft so lange im Hintergrund, bis auch wirklich alle Daten und Backups verschlüsselt sind und kommt dann halt erst nach ein, zwei Tagen. Wenn man eine SSD hat, geht es ein bisschen schneller, mit einer Platte dauert es noch ein bisschen länger. Nach 2 Tagen kommt dann die Meldung, wir haben Ihre Daten verschlüsselt, herzlichen Glückwunsch, gegen
kleinen Einwurf von Bitcoins geben wir dir wieder frei. Wie gesagt, das funktioniert auch. Ich denke mir dann immer, wenn der einmal bezahlt hat, dann bezahlt er bestimmt in 3 Wochen nochmal. Also dann bleibe ich halt einfach drauf auf dem Rechner, warte ein paar Wochen, dann kann ich da noch weitermachen. Woher kommen eigentlich diese ganzen Geschichten? Warum wird es immer mehr? Das haben wir schon gesehen, irgendwie das Gefühl, man kann damit Geld verdienen. Ich habe auch noch mal eins von diesen schönen Charts, das finde ich einfach nur anhand der schieren Zahlen nett. AV-Test ist auch so eine Organisation, wo man auch Virenscanner-Tests laufen lassen kann und so weiter. Die haben 2019 bis Mai 900 Millionen verschiedene Schädlinge identifiziert. Das hatten wir ja vorhin in dem Vortrag auch schon. Die Zahl steigt im Wesentlichen deswegen so, weil ich ja nur eine kleine Änderung daran machen muss, um wieder durch die alten Virenscanner-Signaturen durchzukommen. Finde ich aber auch ganz ordentlich. 2010 ist noch gar nicht so lange her. Also da sieht man, wie die Kurve raufgeht. Der Witz ist, man kann damit Geld verdienen. Ne? Es gab noch die banaleren Dinger mit Adware, haben versucht, auf den Rechner draufzukommen, um einem dann Werbung anzuzeigen. Ja, für oder einen Klick auf irgendwelche Banner zu machen. Für einen Klick auf einen Werbebanner kriegt man, keine Ahnung, 0, irgendwas Cent. Wenn ich das auf 1000 Rechnern den ganzen Tag mache, kommt auch was dabei raus. Das waren noch so die harmloseren von früher. Die waren ja noch schlau, die haben in so ein Browserfenster aus dem sichtbaren Bildschirm rausgeschoben und haben den ganzen Tag Werbung angeklickt. Und dann haben die damit irgendwie 3 Euro am Tag verdient. Wird auch immer noch gemacht. Das sind natürlich die, die gerne unerkannt bleiben möchten. Geht es noch weiter? Genau. Was jetzt auch spannend ist, finde ich auch lustig, Bitcoin Mining, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, es gibt jetzt diese digitalen Währungen, die man ja irgendwie schürfen muss. Also der Witz ist, man muss irgendwie Rechenenergie einsetzen, um diese Bitcoins zu erzeugen. Und da war natürlich der Weg auch nicht weit zu sagen, wenn ich eh meinen Trojaner auf ein paar 100.000 Rechnern drauf habe, dann kann ich dir einfach die Bitcoins minen lassen, dann muss ich nicht selber den Strom bezahlen. Ransomware haben wir gerade schon gehabt, funktioniert natürlich ziemlich gut, weil man einfach relativ direktes Geld kriegt. Und Ransomware ist insofern ein Problem, dass das natürlich das ist, was den meisten Kollateralschaden erzeugt. Ja, die komplette Daten verschlüsselt, ist auch möglicherweise ein Reputationsproblem. Jeder hier in der Gegend kennt die Gemeinde Dettelbach, die damit in die Presse gekommen sind, weil die irgendwie bei ihren Bürgern, bei allen Bürgern anrufen mussten und sagen, also wenn sie die letzte Grundsteuerabrechnung noch in Papier haben, schicken sie uns doch eine Kopie, weil die digitale Form haben wir leider nicht mehr. Das macht sich natürlich unheimlich gut, auch den Kunden gegenüber. Ganz banal, aber auch schon deswegen, weil es einfach tagelang den Betrieb anhält. Also selbst wenn man danach gewappnet ist und Backups zurückspielen kann und so weiter, es tut schon ganz schön weh. Was ich daran interessant finde und was meiner Ansicht nach ein großer Faktor für diese Verbreitung ist, ja, ist Mars, Malware as a Service. Es gibt nicht nur die GitHub Repositories, die du vorhin gezeigt hast, Steffen, sondern es gibt wunderbar designte Webshops, wo man sich mit jeder, der in der Lage ist, bei Amazon einzukaufen, kann sich in einem gut durchgestylten Webshop seinen Trojaner zusammenstellen, kann dann mit so einem Slider einstellen, wie viel Prozent Trefferquote möchte ich denn gerne haben. Nach weiter rechts wird es ein bisschen teurer. Es gibt einen Support, ja, wenn man es nicht schafft, das Ding einzurichten oder wenn er entgegen der Versprechung schon am nächsten Tag vom gängigen Virenscanner erkannt wird, dann kriegt man entweder sein Geld zurück oder man kriegt halt nochmal einen Tag mehr, den man den laufen lassen kann. Und das ist natürlich was, was auch für diese explosionsartige Verbreitung meiner Ansicht nach eine Rolle spielt, weil die Kenntnisse, die man dafür haben muss, sind gleich null. Und für die Leute, die das Malware as a Service als Dienst anbieten, ist es natürlich super, weil die machen sich nicht selber die Hände schmutzig. Ja? Das ist, wenn man einfach nur gut im Programmieren ist, dann kann man da gerne nochmal was dazwischen schalten. Und das ist was, was jeden Tag passiert. Und das ist auch die Geschichte, was auch eine schöne Überleitung ist. Man fragt sich immer, was wollen die denn von mir? Ich sage meinen Kunden dann auch immer, also wenn der Geheimdienst hinter dir her ist, dann sag bitte, du hast meinen Namen noch nie gehört, weil dann kann man wirklich wenig machen. Aber da geht es ja wirklich um diese Gelegenheit und da geht es eben darum, dass es so leicht automatisierbar ist. Wenn ich wie vorhin das Beispiel mit dem Mercedes höre, muss ich daran denken, ich hatte in manchen von meinen Security-Vorträgen habe ich den Tennisball als Bild drin. Das ist die ganz alte Geschichte, du kennst es bestimmt noch.
Ja? So. Macht man immer noch so? Nein, wir machen sie analog. Ich sage, wir brauchen nicht den Rechner. Die alten. Die Autos machen wir genauso schnell auf, aber. Okay, also Fachmann aus der Automobilbranche. Ich erkläre es noch kurz. Ich erkläre es noch kurz. Die ersten Zentralverriegelungen, die es so gab, die haben mit Druckluft gearbeitet. Dann konnte man den Tennisball aufschneiden, den auf den Schlüssel draufhalten, einmal draufdrücken und wenn es gut lief, ging halt der Knopf hoch. Das ist für mich die einfachste Erklärung von der Sicherheitslücke. Das ist genau das, was jetzt digital gemacht wird. Der Nachteil war damals noch, ich musste halt zu jedem Mercedes hinlatschen und das ausprobieren. Ja. Das hat aber den Vorteil, du kannst dann gleich alles, was drin ist, mitnehmen. Ja. Okay. Ich will einmal einen sehen mit dem Rechner, wenn der 500 Meter weg ist, wie der die Geldbörse mitnimmt. Also auch digital. Ja, genau. Da ist auch nichts mehr zu knacken. Richtig, da ist auch nichts mehr zu knacken. Aber es ist eben jetzt so, wenn ich mich von diesem Auto mal löse oder wenn die Autos jetzt online sind, dann muss ich eben nicht mehr zu jedem Einzelnen hinlatschen, sondern ich starte das Skript und sage, melde dich, wenn du die ersten 1000 gefunden hast und dann gucke ich ab und zu mal, ob der Fortschrittsbalken noch weitergeht. Das ist ja alles, was man tun muss und das ist genau der Punkt, der eben dafür sorgt, dass im Prinzip eben jeder betroffen ist. Und wir haben das eigentlich in unserem Alltag regelmäßig. Ja, es ist also wirklich nichts, wovon irgendjemand ausgenommen ist. Das macht natürlich auch die Verbreitung des Internets. Ich erinnere mich noch, ich habe ja gesagt, was für ein alter Sack, hätte ich fast gesagt, ich schon bin. Ich kenne auch die Zeiten, wo bei einem Kundennetzwerk dieser eine Rechner im Keller stand, wo man ins Internet konnte. Die anderen waren offline. Das ist natürlich dafür ein super Szenario, ist heute schwer zu vermitteln. Generation Y und denen sagen, also wenn ihr surfen gehen wollt, dann geht in den Keller. Ja? Insofern muss man sich da ein bisschen was anderes einfallen lassen. Was kann man denn konkret tun? Wir hatten hier mal, das ist die Fusic Ransomware, die fiese grüne Cloud. Was sind denn ein paar wirklich alltagstaugliche Sachen, um sich zumindest so gegen die große Welle abzusichern? Das haben wir mal uns Gedanken darüber gemacht, das vereinfacht zusammengestellt, ist glaube ich in der Branche auch nicht ganz fremd. Ein aktueller Virenscanner hilft auf jeden Fall. Da freut sich auch ESET wieder, nachdem ihr vorhin gesagt habt, könnt doch nicht so schlecht über Virenscanner reden hier. Nein, ist ja berechtigt, weil alleine das hilft nicht. Man braucht einen State-of-the-art guten Virenscanner. Installierte Updates hatten wir vorhin auch schon. Ist was im Alltag, was eigentlich total banal ist und aber auch unterschätzt wird. Es ist aber so, es bringt immer noch was. Und geschulte Mitarbeiter, da hatten wir es auch gerade draußen beim Kaffee, diese ganzen Geschichten bringen alle nichts, wenn, so wie es inzwischen ja auch passiert, wenn Microsoft anruft, ich weiß nicht, wer ist schon von Microsoft angerufen worden? Ja, genau. Wenn Microsoft anruft oder, das sage ich meinen Unternehmenskunden immer, was machst du denn, wenn jemand anruft und sagt, er ist von Fusic? Du, ich muss hier eben noch eine Fernwartung machen, du weißt ja, der Stück, die alte Peitsche, der, wenn ich das heute nicht fertig kriege, dann kriege ich riesen Ärger, lass mich doch schnell hier noch das Update installieren. Das dauert auch eine Weile, also mach mir einfach deinen Rechner, TeamViewer, kannst du auch Feierabend machen. So, das ist eine klassische Hackerattacke. Ja? Und inzwischen mit irgendwelchen, wir wissen es ja bei Microsoft, ich habe mich am Anfang gefragt, wie lohnt sich das denn? Da sitzen Leute und telefonieren, ja? Aber Callcenter in Indien kosten nicht viel. Mit einer gehackten VoIP-Anlage in Frankfurt muss ich noch nicht mal Telefongebühren dafür bezahlen. Und anscheinend, nachdem es jahrelang immer noch gemacht wird, scheint es Geschäftsmodelle auch zu funktionieren. Die finden immer mal wieder jemanden und plötzlich lohnt sich's dann. Ja? Also geschulte Mitarbeiter nicht zu vernachlässigen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit gerade im Fall, Sie erinnern sich die drei Sachen, Virenscanner, Updates, geschulte Mitarbeiter, Anruf von einem Kunden, auf unserem Rechner, das ist irgendwie komisch, wir kriegen Kunden von uns seltsame E-Mails. Die habe ich aber gar nicht verschickt. Dann machen wir natürlich mal einen TeamViewer auf, gucken auf den Rechner drauf und dann sehe ich einen SysTrail, der so ungefähr so aussieht. War natürlich nicht auf Englisch, ich habe jetzt mir nochmal einen im Internet geholt. Windows 7, ja, da ist ein Windows Defender drauf. Windows-Updates sollen eingespielt werden, Java-Updates sollen eingespielt werden, Adobe Reader möchte gerne aktualisiert werden. Mit der Zeit beachtet man das ja gar nicht mehr. Ja? Das ist so ein klassischer Fall. Virenscanner, naja, Windows Defender.
PDF und Java sind immer noch die meistgenutzten oder welche von den meistgenutzten Einfallstoren für Sicherheitslücken. Und Windows-Updates, oft ist es ja so, wenn man draufklickt, dann kommt dann irgendwie 183 Updates werden installiert. Ja, aber das sind so die Basics. Ich kenne den Punkt, Windows 7, 8 hat er früher noch gefragt beim Runterfahren, möchtest du jetzt noch Updates installieren? Ich dachte so, oh nee, komm, ist schon 5:30, machen wir nächste Woche. Ne? Aber das sind so die Klassiker. Es gibt immer noch eine ganze Menge von Alltags-Security-Angriffen, die man einfach damit in den Griff kriegt. Ja? Weil ich hatte es vorhin gesagt, mit dem Malware-as-a-Service-Webshop, wenn ich den Slider ganz nach links schiebe, dann kriege ich nur die Sicherheitslücken, die schon ein halbes Jahr alt sind, aber dafür ist es auch entsprechend billig. Da grinst die Malware, ja? Weil da ist es so einfach, dahin zu kommen. Und das ist ein Punkt, mit dem man relativ leicht aufräumen kann. Aber wir fangen mal mit dem aktuellen Virenscanner an. Wir machen das ganz gerne mit ESET, seit über 10 Jahren schon. Das klappt auch ganz gut aus mehreren Gründen. Zum einen war das damals noch der Punkt, ESET war einer der wenigen Virenscanner, für die man keinen Dual-Core-Prozessor gebraucht hat, weil die anderen waren dann gerne so beschäftigt mit vor Viren schützen, dass der Rechner nicht mehr brauchbar war. Und das finde ich ganz nett, da machen die jetzt, wird immer noch viel Gehirnschmalz investiert, um den Footprint auf dem System ein bisschen klein zu halten. Da gibt es eine Endpoint Security, da gibt es eine Server Security, inzwischen natürlich auch für Cloud-Dienste kann ich alles darin abbilden. Und ein ganz wichtiger Punkt, Remote Management, da komme ich gleich nochmal dazu. Ach ja, 30 Jahre, genau, das finde ich echt spannend. Vor 30 Jahren haben die ihr erstes Virenabwehrprogramm geschrieben. Das ist ja auch die schöne Sache, was wir gerade hatten. Vor 30 Jahren war das noch so ein sportlicher Anspruch. Ja, da hat jemand, der gut programmieren konnte, hat gesagt, ich gucke jetzt einfach mal, was geht und guck mal, auf wie viele Rechner ich so drauf komme. Das hat sich inzwischen eben dramatisch verändert, seit man damit richtig Geld verdienen kann. Ja, das ist nochmal die Übersicht. Ich wollte mal auf ein paar Sachen eingehen, warum das wichtig ist, auch warum wir unseren Kunden immer wieder sagen, vielleicht ist der kostenlose Virenschutz doch nicht so das, was dich die ganze Zeit glücklich macht. Weil das, was die inzwischen alle tun und wahrscheinlich auch ganz gut hinkriegen, ist eben diese Signaturerkennung. Ja? Also ein Virus, der irgendwo schon mal identifiziert wurde, der geht in dieses Signaturfile ein und beim zweiten Mal, ab dann wird er irgendwie wiedererkannt. Wenn es gut läuft, habe ich das innerhalb von 24 Stunden, meistens dauert es noch ein bisschen länger, das heißt, ich habe schon eine 1,5 Tage Lücke, wo das einfach nicht mehr funktioniert. Und in der Zeit, wo wir gesehen haben, knapp eine Milliarde unterschiedliche Schädlinge werden wir dieses Jahr haben, ich kann das einfach automatisiert reinprogrammieren, dass das Ding alle 20 Minuten so minimal anders aussieht, dass die Signatur einfach nicht mehr passt. Also das reicht nicht mehr. Was wir da schön finden, ESET hat noch eine ganze Menge andere Sachen, das ist hier ganz schön aufgeteilt, ist auch in der Broschüre nochmal drin, die da ausliegt. Die Sachen, die immer nebenher laufen, gehe ich auf Teile gleich nochmal ein. Und was ich auch gut finde, das war auch für uns irgendwann mal ein Umdenken, die unterscheiden noch vor oder nach der Ausführung. Früher hat man gesagt, also wenn wir bis zur Ausführung das Ding nicht erkannt haben, dann tut es mir leid, dann hoffen wir, dass das Backup funktioniert hat. Aber das muss man halt inzwischen einfach ein bisschen weiterdenken. Dann habe ich mir mal 3 Beispiele rausgenommen, die ich gut finde und wo man einfach ganz gut sieht, wo das über diesen Teil drüber geht mit der reinen Erkennung. Das LiveGrid ist ein Cloud-Dienst im Prinzip. Das ist auch so ein bisschen, sag ich mal, das Crowdsourcing von einem Virenschutz. Nämlich da werden im Prinzip von allen Installationen live Daten ausgetauscht, eine Datei, die noch nicht in der Signatur ist, von der vielleicht auf einem Rechner mal was schiefgelaufen ist oder die einem Rechner komisch vorkam, die wird über das LiveGrid ausgetauscht und alle anderen Kunden profitieren ab der nächsten Sekunde davon und eben nicht erst in dem Moment, wo die Signaturen einmal durchgelaufen sind. Ist eine super praktische Geschichte. Wir hatten es vorhin bei der Weiterverbreitung übers Netz, das ist inzwischen in dem Endpoint-Produkt auch ohne die Desktop-Firewall drin, dass diese klassischen Netzwerkschwachstellen einfach mal
überprüft werden, weil man eben auch davon ausgehen kann, dass es im normalen Netzbetrieb irgendwie schon komisch ist, wenn plötzlich ein Rechner versucht, überall auf den Clients auf eine bestimmte Schnittstelle zuzugreifen. Das passiert normalerweise nicht, kann man inzwischen auch sehr gut abfangen. Noch ein schönes Beispiel. Nachdem man gemerkt hat, es wird schwieriger, die Software, die Malware von vornherein zu erkennen, kann man natürlich jetzt da hingehen und kann sagen, nach der Ausführung oder während der Ausführung, ich kann mal das Verhalten überwachen. Ja, also selbst wenn durch alle Sicherheitsmechanismen vorher so ein Ding durchgekommen ist und ich habe plötzlich einen PDF-Reader, der anfängt, möchte alle Dateien auf der Festplatte anfassen, das kann ich ja dann doch relativ gut erkennen. Und das ist eins von den Beispielen, wo dann der Ransomware Shield auch wirklich funktioniert. Ich glaube auch, ich würde aber vorsichtig sowas zu sagen, aber die Quote von ESET ist noch ganz gut. Also wenn eine aktuelle Version ordentlich gewartet drauf ist, dann geht es relativ selten schief und das ist auch was wir bei unseren Kunden schon auch immer wieder beobachten. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich glaube, wir haben so knapp 5000 Clients in Betreuung, indirekt oder direkt. 1200, 1500 davon sitzen hier, die gerade nicht betreut werden, aber das macht ja der ERA. Da merken wir auch immer wieder, wenn es mal schief gelaufen ist, dann hatten wir fast immer, bei dem ESET-Kunden passiert es relativ selten, aber dann gab es eigentlich fast immer die anderen, dann welche von den Basics, die verletzt waren. Ja, also entweder der Benutzer hat es wirklich drauf angelegt, es waren keine Updates installiert, der Virenscanner war ausgeschaltet, das gibt es ja alles. Gerade bei Softwareentwicklern, finde ich, ist das ganz auffällig. Ja. Die haben irgendwie Allergie gegen Virenscanner. Ja. Und wenn das System auch nur minimal sich langsam anfühlt oder die das Gefühl haben, ihr Quellcode funktioniert nicht, ist immer als erstes der Virenscanner. Übrigens auch indirekt, das merke ich immer wieder, wenn Sie bei einer Hotline anrufen für Ihre Banking-Software und die funktioniert irgendwie nicht richtig, die ersten drei Tipps sind, schalten Sie mal die Firewall und den Virenscanner aus. Kann ich sogar aus Sicht der Hotline noch verstehen, weil der möchte wirklich schnell sein Problem lösen, aber ich kann jetzt nicht den Kunden allen empfehlen, den Virenscanner auszuschalten, vor allem wenn ich es da nicht mitkriege. Auch sehr schön, leider im Moment. Es kommt Hochwasser und machst die Schutzwand weg. Bitte? Das ist wie wenn du weißt, es kommt Hochwasser und machst die Schutzwand weg. Ja, genau. Ja, da muss man jedes Mal drüber steigen, das ist ja unhandlich. Ja, genau. Dann lassen wir das lieber. Ja. Lassen wir einlaufen. Sandboxing ist inzwischen nicht mehr ganz unbekannt. Das heißt, ich probiere mal in einer kontrollierten Umgebung, was passiert denn mit meiner Malware, kontrolliert gesprengt, sage ich dazu auch ganz gerne. Haben wir jetzt von ESET auch. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht, eine große Serverfarm bei sich zu Hause aufzubauen, sogar mit echten Rechnern, weil die Malware inzwischen so schlau ist, dass sie virtuelle Maschinen erkennt. Da kann ich also wirklich, gibt es ein zusätzliches Produkt, die Dynamic Threat Defense EDTT, ist für Franken fast unmöglich auszusprechen. Richtig rum vor allem. Also E3D, kann man sich merken. Da wird also wirklich ein Sample, was an irgendeiner E-Mail dranhängt, noch bevor es beim Benutzer ankommt, bei ESET hochgeladen, auf einer realen oder virtuellen Maschine ausgeführt und es wird beobachtet, was passiert und anhand dessen dann eben beurteilt, okay, Datei kann der User haben oder kann er nicht haben, ist für besonders kritische Infrastrukturen wahrscheinlich echt eine gute Sache. Im Moment noch eher bei größeren Kunden anzusiedeln, aber ich habe die Hoffnung nicht ausgegeben, dass es irgendwann auch bei uns im Wartungsumfeld, im MSP-Umfeld mal ankommt. Gibt es auch ein schönes Video dazu, war mir jetzt zu lang, aber da kann man das sehr schön sehen, wie eben praktisch, da wird wirklich die Datei automatisiert auf den Desktop gelegt und wir tun jetzt mal so, als ob wir die anklicken auf einer automatisierten Maschine und dann beobachten wir, was passiert. Ist also auch eine interessante Geschichte, um nochmal eine Stufe wieder weiterzukommen. So, kriegen wir vielleicht noch die nächste, genau. Ja, installierte Updates. Ich weiß, niemand mag es, ja, und da geht es ja immer noch drum, was machen denn eigentlich die Benutzer? Das ist auch immer ein spannender Punkt.
worum geht es eigentlich? Microsoft-Updates, Windows, die da immer kommen, die allen Unkenrufen zum Trotz, die bringen definitiv mehr, als sie schaden. Also es wird ja immer wieder überlegt, Windows-Updates, wäre es besser, die nicht einzuspielen. Es geht leider in letzter Zeit relativ oft schief. Gerade so bei Windows 10 gab es jetzt zwei Fälle, wo dann mal aufgrund der Updates irgendwas nicht funktioniert. Aber gerade bei den älteren Editionen ist es wichtig und da schon mal im Hinterkopf behalten, wer noch Windows 7 im Einsatz hat, ab 14.01.2020 gibt es keine Updates mehr. Dann muss man sich dann idealerweise bis dahin was einfallen lassen. Office genauso wichtig, wir hatten es vorhin von den Makros, ich fand es auch so schön mit dem Schalter, ja, die Makros auf jeden Fall ausführen, klar brauche ich die, warum auch immer. Ja. Die ganzen Microsoft-Sachen. Drittanbieter, Java, finde ich immer wieder schön, 8, 9, 10, 11, das ist auch so eine Softwareentwicklergeschichte. Die müssten sich ja auch die Mühe machen, ihre Software an die neue Java-Version anzupassen. Was ich so sehe, was draußen an unterschiedlichen Java-Versionen unterwegs ist und wie alt die teilweise sind, ist echt spannend. Da werden die Lücken gar nicht mehr gestopft, beziehungsweise da ist es ja inzwischen auch so, bei Java 8 seit Anfang des Jahres offiziell im Unternehmenseinsatz nur noch gegen Lizenz. Das heißt, man müsste eigentlich, natürlich halten wir alle Lizenzverträge ein, ist ganz klar, deswegen haben wir alle schon unsere Java-Version entsprechend abgedatet. Adobe Reader, der updatet sich inzwischen zumindest teilweise von alleine, da kommen wir schon ein bisschen weiter. Flash ist für mich genauso wie Java 8 ein schönes Beispiel. Flash, wer kennt es noch? Früher hat man es gebraucht, dass sich auf Webseiten was bewegt. Da sage ich auch immer wieder bei meinen Kunden, denk doch mal ein bisschen über App-Hygiene nach. Man kann sich vielleicht mal wirklich überlegen, brauche ich die drei Java-Versionen denn wirklich noch? Oder bei vielen Admins steckt es so drin, wenn die einen Rechner neu ausstatten, die installieren einfach seit 10 Jahren die gleiche Software drauf. Ja, das WinRAR ohne Lizenz, ein Java 8, ein Total Commander vielleicht noch, ein Flash Player, den Adobe Reader natürlich auch. Wenn ich da manchmal frage oder mich selber frage, wofür brauche ich denn das Java eigentlich noch? Und da denke ich kurz nach und stelle fest, eigentlich brauche ich kein Java mehr. Und ich mir, dann mach's doch runter. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Also auch was, wo es sich mal drüber lohnt nachzudenken. Das, was wir Admins ja immer wieder gerne machen, mal schnell eine Software einmal installieren oder noch besser auf irgendeinem Webserver. Wir machen mal irgendwas, installieren irgendein Plugin auf unserer Webseite, stellen dann fest, es tut doch nicht, was wir wollen. Wir deinstallieren das dann auch wieder. Wäre manchmal eine gute Idee. Passiert nicht immer, aber das ist was, wo wir ganz oft feststellen, da bleiben dann die Sicherheitslücken übrig und das ist nichts, wo wir um diese erste halbe Stunde bei dem Zero-Day-Exploit ringen, sondern das ist irgendwas, wie ich vorhin gesagt habe, da ist der Kostenslider im Shop ganz links. Ja, das sind die ganz billigen Sachen, weil die einfach schon ein Jahr lang irgendwo rumliegen. Der schöne Screen nochmal für alle zur Erinnerung. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir SSDs in Rechnern brauchen. Ja? Als es damals noch die Festplatten gab, und diese Geschichte jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht hat und in der Zeit konnte man nicht losgehen, weil man das Notebook nicht runterfahren konnte. Naja. Ja, es ist immer so der Punkt, wo wir denken, das ist unser Rechner, vor dem wir da sitzen. Und da mache ich schon genug Sachen falsch. Aber die Frage ist ja immer, was machen denn eigentlich die User da draußen? Was ist denn mit meinen, und wenn es nur, nur 10 Kollegen sind, haben die eigentlich alle einen Virenscanner, installieren die ihre Updates? Und da schlage ich in die gleiche Kerbe wie Steffen vorhin schon. Es ist relativ einfach, sich das zentral anzugucken mit einem Management, einem Monitoring-System. Von ESET gibt es eins. Ich weiß gar nicht, wir haben viele Bestandskunden hier. Ich glaube, bei euch schlage ich da, renne ich da offene Türen ein. Auch für kleinere Kunden ist das tatsächlich kein Problem. Von ESET gibt es ein schönes Monitoring-System, was ich entweder in meinem Netz installieren kann oder als eines unserer Produkte, der FUSIC RA, der Remote Administrator, den wir bei uns als Dienst laufen haben und bei dem wir dann so ein schönes Dashboard haben, weil auch wir kennen das Problem, wenn Leute eine Virenscanner-Konsole irgendwo haben und wir fragen, wer guckt denn da drauf? Und dann wird nach dem Passwort gekramt. Wie kommt man denn eigentlich da drauf? Also wir kennen das alles. Es ist im Alltag nicht so einfach.
Ist es aber wieder doch, weil wenn Sie selber keine Lust drauf haben oder sagen, da habe ich keine Zeit, kein Wissen dafür, dann kann man das inzwischen wunderbar auslagern. Was sind da die drei wichtigsten Punkte? Das erste ist, man kann erstmal gucken, Abdeckung. Wie viele von meinen Rechnern haben eigentlich einen Virenscanner? Das ist auch eine lustige Diskussion. Wie viele Rechner habe ich denn eigentlich im Netz? Auch der Grund, warum wir dem Kunden keine 100% mehr versprechen, weil man muss halt gucken, wo enden denn die 100%? Ja? Wie viele Rechner habt ihr im Netz? Auf die Zahl genau, bitte. Ich ja, alles klar. aber das ist ein Alltagsproblem. Ja? Der beste Virenscanner hilft mir nichts, wenn ich an den letzten 20% scheitere. Ja? Bei 10%, das ist die übliche Kurve, bei den letzten 10% wird es schon knapp. Ich glaube, es sind relativ wenige Leute, die für sich in Anspruch nehmen. Sie haben wirklich auf jedem Client im Netz einen Virenscanner drauf. Bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist ein Punkt, den man damit eben ganz gut in den Griff kriegt. ESET-Produkte werden natürlich mit der ESET-Management-Konsole nicht nur überwacht. Also ich kriege, wenn jemand seinen Virenscanner ausschaltet, falls er es denn darf, wird das bei uns in der Zentrale rot. Und wenn es gut läuft, kommt relativ kurzfristig ein Anruf. Wenn der Virenscanner aus irgendeinem Grund seine Updates nicht laden kann oder nicht mehr aktuell ist, wird es rot, löst ein Ticket aus. Ich kann natürlich auch die ganzen Einstellungen machen. Also ich muss natürlich auch nicht mehr bei jedem Rechner einzeln hingehen und dem sagen, was sind mögliche Ausnahmen, wo holst du deine Updates her und so weiter, sondern ich kann die ganzen Einstellungen natürlich zentral machen. Und was noch ein schönes Gimmick ist, ich kann diese Microsoft-Update-Sache damit auch überwachen. Das heißt, der zeigt mir an, welche Rechner gerade der Meinung sind, sie müssten Updates haben und vielleicht von ihren bösen Usern wieder ignoriert werden. Da hatten wir es vorhin auch, der Interessenskonflikt zwischen Management und der IT. Das haben wir damals bei Kunden festgestellt. Das war im Nachhinein eigentlich ganz nett bei dieser WannaCry-Geschichte, wo sich der Virus oder der Trojaner eben auch berührungslos übers Netz verteilt sozusagen. Da mussten noch nicht mal alle Mitarbeiter auf die Mails draufklicken. Und dann hatten wir mit relativ vielen Kunden, haben wir natürlich überall geguckt und hatten dann bei vielen war alles okay. Bei ein paar hatten wir die Geschichte mit, das Update gibt es seit 3 Monaten, das ist noch nicht eingespielt. Jetzt möchte natürlich weder der Admin noch wir noch der Kunde in die Situation kommen, dass das schiefgegangen ist. Aber dann spricht man mal drüber, warum ist das Update nicht eingespielt? Naja, es gibt hier Leute, die haben 20 Firefox-Tabs offen, die möchten ihren Rechner nicht neu starten. Und da haben wir gemerkt, kann ich total verstehen, ja, bis man die alle wieder aufgemacht hat, aber da haben wir total gemerkt, alleine dadurch, dass es so durch die Medien gegangen ist, hat sich das auch verändert. Ja? Es werden halt jetzt Freitag um 12 die Rechner neu gestartet. Und die Leute fragen, wie kann ich das umgehen? Dann sage ich es ganz einfach, indem du die Updates vorher installierst zu einem Zeitpunkt, der dir besser passt. Aber das sind so Feinheiten, die dann auch zu so einem Sicherheitskonzept dazugehören. Das Schöne ist, ich kann es hier automatisieren und was noch schöner ist, ich kriege eine Auswertung darüber, wo das schief läuft. Da kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen, ist auch schön, weil es auch von ESET wunderbar unterstützt wird. Es gibt inzwischen sehr nette Remote Management und Monitoring Systeme, RMM, die diesen Schritt noch ein bisschen weiter gehen. Da kann ich dann auch andere Funktionen auf dem Rechner überwachen. Ich kann, wenn ein User anruft und sagt, hier, mein Rechner ist so langsam, dann kann ich über das RMM-System parallel schon auf den Rechner drauf gucken, kann gucken, welcher Prozess da vielleicht irgendwie Ärger macht oder sowas. Ich habe also ganz viele Fernwartungs- und Überwachungsfunktionen noch drin und ESET integriert sich da sehr schön. Also die unterstützen das auch durchaus sehr nett. Das heißt, ich habe dann einfach eine große Oberfläche. Ich habe ein Third-Party-Patch-Management, das heißt, die ganzen Java-Versionen und so weiter kriege ich auch noch rein. Ich habe heute wieder gehört, es geht immer noch weiter, ja, über die Switches und so muss man natürlich immer noch nachdenken, völlig richtig. Aber ich bin zumindest mal einen Schritt weiter, was die Clients angeht. Und ich habe dann eine schöne Überwachungsoberfläche, wo ich eben sehen kann, sind die Rechner alle aktuell, haben die Virenscanner, haben die Updates, ist da irgendwie alte Software drauf. Und ich kann auch noch mit ein paar Klicks die Updates von der Software einspielen. Also das ist was nicht nur den Admin-Alltag erheblich vereinfacht, sondern was auch noch relativ schnell das Sicherheitsniveau anhebt. Ja,
geschulte Mitarbeiter. Ich sage es immer wieder, das ist was, was wirklich nicht zu vernachlässigen ist. Und wo ich auch immer wieder merke, es gibt so eine Bandbreite. Ja? Es gibt Mitarbeiter, die trauen uns von der IT prinzipiell mal alles zu, vor allem wenn was schief geht. Ja? Die Webseite von meinem Fußballverein, da konnte ich mir gestern noch den Spielplan runterladen, das blockt ja doch bestimmt mit der Firewall. Und manchmal bin ich echt überrascht, was uns so alles zugetraut wird, was wir mit einer Firewall blocken können. Ja? Also es ist manchmal echt interessant. Und das sind dann die Leute, die auch bedenkenlos auf alles draufklicken, weil die sagen, ach, die IT-Leute, die sind so super drauf. Also da kann überhaupt nichts passieren. Bis hin zu denen, da gibt es so ein Mittelteil, und dann bis hin zu denen, die wirklich irgendwie Angst vor allem haben und wo dann schon irgendwann die Produktivität drunter leiden, weil die sich sagen, oh, also ich klicke lieber überhaupt nicht mehr. Die haben inzwischen ihren Aktenschrank wieder aufgemacht und machen alles parallel wieder auf Papier. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, ja, ist ganz klar. Dafür kann man zum Beispiel mal eine Awareness-Schulung machen, ist eine ganz schöne Sache, das ist in 1,5 Stunden durch, wo man den Leuten einfach mal so ein paar Basics erklärt, wo sollte man draufklicken, wo nicht. Das hatten wir vorhin gemerkt bei diesem Beispiel aus der Realität, das wir da hatten. Wir hatten keinen aktuellen Virenscanner, wir hatten keine Updates, aber wir haben zumindest einen Mitarbeiter, dem das irgendwie komisch vorkam. Das hat wahrscheinlich in dem Fall Schlimmeres verhindert. Und bei so einer Awareness-Schulung sprechen wir dann auch über sowas wie diese Fernwartungsprobleme oder sowas, dem wir ein bisschen Zeit haben. Vielleicht nochmal kurz die Anekdote, die ich gerade draußen schon erzählt habe, habe ich ja auf einem Vortrag von der Commerzbank gehört. Die haben es also geschafft, auf allen 3 Rechnern in der Buchhaltung mit einer Fernwartung draufzukommen, Freitagnachmittag, mit geöffnetem Banking-Programm und EPIX-USB-Stick im Rechner stecken. Es ist immer wieder, ich kenne auch Pentester, die haben gesagt, sie haben früher diese Social Engineering-Geschichte noch gehabt. Die haben irgendwie einen Schauspieler engagiert, der dann irgendwie versucht, nochmal mit irgendwelchen kleinen Tricks in das Unternehmen reinzukommen. Einer von denen hat mir mal gesagt, also sie überlegen echt, ob sie das noch anbieten, weil das ist eigentlich rausgeschmissenes Geld, weil es funktioniert immer. Ja, es funktioniert einfach immer. Wir sind auch mit der Pizza reingekommen. Mit der Pizza, ja, okay. Diese gängige Fernwartungsgeschichte ist, das war also wie gesagt von der Bank mit ihrem eigenen Banking-Programm, und da hat halt irgendjemand angerufen und hat gesagt, also wir haben hier ein ganz dringendes Sicherheitsupdate, das muss unbedingt eingespielt werden. Und wenn wir das nicht mehr machen, also dann geht ab Montag früh hier aber nichts mehr. Das heißt, das müssen wir unbedingt noch machen. Ich mache jetzt extra Überstunden für euch. Ich spiele es jetzt eben noch ein. Macht mir doch mal eben hier die Fernwartung drauf, weil wir wollen ja alle keine Ärger mit unseren Chefs kriegen. Das sind so übliche Tricks. Ja. Und also 3 Rechner, 3 Banking-Programme, Passwort eingegeben, EPIX-Stick reingesteckt, und dann sagt er, also das Update, ey, das dauert bestimmt 1,5 Stunden. Mach mal Feierabend. Ich fahre den Rechner nachher runter, und dann sagt der Mitarbeiter noch, oh, Freitag 3 Uhr, super. Mach ich Feierabend. Der kümmert sich hier um alles. Und dann ist das Konto leer. Ja? Die sagen ja, man denkt ja immer als, also das mit der Bank, da ging es mir genauso wie vielen von Ihnen heute bei dem Vortrag, da bin ich aus Rauch rausgegangen und habe gedacht, Mensch, das Geld in der Matratze ist doch gar nicht so die schlechte Idee. Weil man immer denkt, Überweisungen kann man zurückholen. Innerhalb Deutschlands kein Problem, innerhalb der EU meistens. Von Freitagnachmittag bis Montag früh keine Chance. Ist einfach, dann sagt die Bank sorry, aber ist nichts zu machen. Also ist auch was, wofür diese Schulung hilft. Webinare wären auch noch eine Möglichkeit, das muss man gar nicht unbedingt als Präsenzschulung machen, auch wenn mal ein neuer Mitarbeiter dazukommt, kann man das nachholen. Admin-Schulung, auch ein interessanter Punkt, da hatten wir es vorhin ja wieder, was wird eigentlich von den Admins so alles verlangt, was sie können sollten, ja, das ist ja auch eine Erfahrung, die ihr dann macht, das ist ganz gut, denen mal ein bisschen was von der anderen Seite zu erzählen. Entweder sie steigert dann bei denen das Bewusstsein, oder es kommt eben, oder sie kommen vielleicht ein bisschen mehr dahin, dass sie dann sagen, da frage ich jetzt lieber mal jemanden, der sich damit auskennt. Aber ist auch was, meiner Ansicht nach, gut investierte Zeit und Geld und im Vergleich zu dem, was der Ausfall kostet, auch nicht wirklich dramatisch.
Ja, ähm, 40 Minuten, ich mache jetzt das Gegenteil von dir, ich bin viel zu gut in der Zeit. Aber das holen wir dann gleich einfach, es geht sogar, das holen wir dann mit dem Mittagessen wieder raus. Also, die drei Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, aktueller Virenscanner, installierte Updates, geschulte Mitarbeiter, mit Fusik und ESET zusammen kriegen wir das hin. Und dann 100% zu versprechen, habe ich mir, wie gesagt, abgewöhnt. Aber dann haben wir eine deutlich höhere Chance, dass wir den Totenkopf nicht zu sehen kriegen. Und mit relativ überschaubarem Aufwand und so, dass man auch noch arbeiten kann. Ganz kurz noch zum Schluss. Für euch ein alter Hut, ein schönes Portal von ESET, We Live Security, ist ein sehr schöner Blog, wo immer auch mal wieder darauf hingewiesen wird, was so schief läuft in der oder was gut läuft im Rahmen der IT-Security. Die haben da immer ein paar ganz gute Infos. Da stehen auch solche Sachen wie diese Passwort-Hacks und sowas drin. Ist was, was man sich durchaus mal in die Favoritenleiste tun kann, um da drauf zu gucken. That's all. Vielen Dank.